A nuestro lugar llegó volando colibrí dorado y trajo a nos cantar un nuevo amanecer. A nuestro lugar llegó volando colibrí dorado y trajo a nos Willkommen zu meinem zweiten Tutorial zu Colibri Dorado. Diesmal die Akkorde in etwas anderer Form, also die Grundakkorde Cis-Moll im vierten Bund, die A, die klassische A-Moll-Schablone, ne? A-Moll, ne? B, C, Cis-Moll. Und die Finger bleiben immer in diesem Muster, die ich jetzt habe. Ich würde jetzt mal ich habe den vierten Bund quasi auf der A-Seite, den Grundton. Jetzt wechselt das Ganze auf die E-Seite, die fette E-Seite. Der Rest der Finger bleibt gleich, aber ich bin jetzt hier im fünften Bund von A-Dur. Einfach die Finger bleiben. Wenn ich jetzt noch zwei Bünde rausgehe, im siebten Bund, sind noch übrigens diese Punkte hier auf der Gitarre, ne? Wenn man das mal so sieht, im Malz. Das Punkt, jeweils der fünfte markiert mit einem Punkt und der siebte auch. Ne? Und dort mache ich einfach diese A-Moll, magischerweise wechselt das. Ne? Wenn ich jetzt auf der A-Seite das spiele, ist es ein Moll. Und wenn ich dieses Muster auf der E-Seite, auf der dicken E-Seite als Basis spiele, ist das magischerweise ein Dur. Ja. Zu dem Rest der Seiten, ich spiele auch keinen wirklichen Barré, sondern ich lasse hier unten die Seiten, die E- und die B-Seite, die B- und die E-Seite immer offen. Jetzt sind die Akkorde aber jetzt ein Cis-Moll und dann kommt B. Ne? Also das ist ein bisschen eine Übungssache, dass man hier diesen Übergang hinkriegt, diesen Sprung quasi von dem vierten Bund A-Seite zu dem siebten Bund auf der E-Seite. Und dann geht es runter und hoch. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding, da gucke ich immer noch mal hin, dass wir mal üben diesen Wechsel. Aber klingt halt super schön, dass man hier noch die offenen. Also ich spiele es mal als zum Vergleich mal mit Barré. Und jetzt offen. Ja, nochmal die Brücke zu dem ersten, man kann das ja auch kombinieren, ne? Dass ich jetzt dieses B-Moll so spiele, ja? Im zweiten Bund, ja? Vergleich mit dem. Das A-Dur. Ja, oder eben noch ein kleines Ding. Wenn ich das ist. Das mal hier zu zeigen, ich lasse die Finger quasi dieselben und setze hier unten auf der B-Seite quasi den Finger. Das wäre jetzt ein A-Dur, B-Dur. Und
siento soplar esperando nuevo día. Also, das mal nur so perspektivisch als Idee. Ich finde es, muss mal gucken, dass man sagt, man hat das jetzt hier im 9. Bund, würde ich das mal so verorten, weil das irgendwo ein bisschen besser. Naja, gut, hier ist ja auch ein Grundton, ne? Der kleine Finger habe ich ja auch nochmal das B, ne? Aber, okay. Gut. Ich hoffe, jetzt alle Klarheiten beseitigt. Na, dann tschüssi.